Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und endlich ist es soweit, das lange ersehnte und versprochene Video zum Huina Carbolite K336 Hydraulikbagger, damit wir das noch komplett zusammenbringen. Ich habe ihn schon ein bisschen getestet, aber noch nicht viel. Er war auch noch nicht offen. Es gibt schon ein paar Rezessionsvideos bzw. Vorstellungen und Unboxing und so ein Zeug. Das weiß ich auch. Ich werde unter Umständen auch was unten verlinken. Und deswegen, jetzt machen wir mal auf. Ich zeige euch mal kurz, was alles mit drin ist. Dann machen wir auch mal an. Und vor allem, wir machen ihn auch einmal auf. Fangen wir einfach mal an. Das Ganze wird geliefert in einer wunderschönen Holzbox. Finde ich super. Macht also echt was her. Finde ich toll. Ist natürlich was anderes, als wenn man nur irgendwie so eine Pappschachtel kriegt. Und ja, was ist mit dabei? Ein bisschen was habe ich schon rausgelegt. Mit dabei ist natürlich einmal eine Fernbedienung. Die ist schon fertig programmiert. Kommen wir nachher dazu. Dann ist ein Einfüllfläschchen mit dabei mit Hydrauliköl. Aber nichts mehr drin. Dann ist ein Fläschchen mit Rauchöl mit dabei, wobei dieses hier irgendwie leer ist oder verdampft ist. Ich weiß es nicht. Also es ist noch ein Tropfen drin. Es spielt jetzt für mich wenig eine Rolle, aber tatsächlich ist es mit dabei. Aber brauche ich eigentlich nicht. Also Rauchöl haben wir mit dabei. Dann ist ein Ladegerät mit dabei. Moment, das habe ich auch schon heraus. Und dann haben wir hier nochmal so ein, was weiß ich, für welches Land der Stecker ist. Und ein kleines Werkzeugset. Finde ich ganz nett. So ein Haufen Bits mit dabei. Finde ich immer ganz praktisch. Also wenn man unterwegs ist, ist sowas natürlich super. Dann hat man immer so mal die Grundausstattung mit dabei. Und wir haben natürlich den Bagger selber. So, den holen wir auch gleich raus. Das ist das Stück. Und ich zeige euch jetzt noch schnell die anderen Sachen, die mit dabei waren. Also Bagger, Fernbedienung, Hydrauliköl, Rauchöl. Und dann habe ich jetzt noch mit dabei einen Lithium-Ionen-Akku. Ist da mit drin. 7,4 Volt, 10.000 Milliampere. Wie lange er hält, weiß ich noch nicht. So lange habe ich noch nie am Stück gearbeitet, tatsächlicherweise. Aber es ist ein ganz schöner Klopper, aber die Hydraulik braucht auch dementsprechend Saft. Genau, 7,4 Volt, also analog den anderen Huina-Fahrzeugen, da hat sich nicht viel geändert. Mit dabei ist dieses 20 Watt Ladegerät. Wird wieder über den Balancer-Stecker geladen. Ja, einziger Nachteil hier, ich muss sagen, also es funktioniert gut. Von dem her nicht, aber man muss echt Zeit mitbringen bei dem Ladegerät, denn das hat einen Output von maximal 1,6 Ampere. Ja? So, wir haben hier einen 10 Ampere Akku, dauert also gute 6 Stunden, wenn der wirklich auf Volllast läuft, was er aber irgendwie auch nicht macht, um diesen Akku einmal voll zu laden. Hier werde ich auf meine normalen Ladegeräte umstellen. Also ich habe ein günstiges Lipo-Ladegerät. Und ich habe ein Graupner, Ultramat, irgendwas Ladegerät. Die können beide Lithium-Ionen-Akkus laden und die haben jeweils 5 bzw. 6 Ampere Ausgangsstrom. Und dementsprechend kann man das hier auch hoch regeln, dass der eben nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, Stunde baggern, einen Tag laden. Nee. Ja. Also macht wahrscheinlich wenig Spaß, deswegen werde ich da wirklich auf ein anderes Ladegerät wechseln, um den aufzuladen, weil das verwarte ich sonst nicht. Ja, das ist mir echt zu lang. Ich weiß nicht, warum man hier nicht einfach ein gescheites Ladegerät mit dazu packt. Kosten Apfel und Ei, das Teil ja im Endeffekt auch. Deswegen. Na gut. Kommen wir zum Modell selber. Das ist er. Schwer wie Sau. Hat 10, 11 Kilo, wenn man ihn wiegt. So wie er da steht, ist Metallfahrwerk, das ist alles aus Metall hier gefertigt, also dementsprechend robust und hochwertig. Und ich finde das toll, weil er natürlich dadurch dieses Gewicht bekommt, damit er auch die Kraft übersetzen kann. Denn wenn ich jetzt irgendwo was bagger und er natürlich zu leicht ist, dann schwankt er, zieht sich selber eigentlich eher weg statt Material. Ist also von dem her eine so richtig tolle Sache. Ja. Irgendwo haben wir einen Maßstab, dass wir mal so ein bisschen ein paar Werte haben. Ihr findet übrigens
alle Werte in den diversen Produktbeschreibungen und so weiter. Und man kann es natürlich auch jederzeit nachmessen. So, ich habe hier meine Kettenlänge von 28 cm, Kettenbreite 5 cm. Wir haben hier eine Fahrwerksbreite 19,5 cm. Oberwagenbreite 16. Oberwagenlänge, ja, 25 ungefähr. Kettenlänge 28. Ich schreibe euch die alle unten dann zusammen. 28. So, eingefahren sind wir jetzt hier bei einer Länge von 62 cm. Dann schaltet man auch gleich mal ein und messen den Rest noch nach. Also, Klappe ist hier hinten. Ich habe schon ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt, also prinzipiell ist er ja eingestellt. Also, ihr könnt den wirklich, er kommt, ihr schaltet ihn ein, ihr könnt ihn fahren. Das ist die Fernbedienung, die verbaue ich ja bei meinen Fahrzeugen auch, deswegen kenne ich die auch dementsprechend gut. Und das ist eine Fliegerfernbedienung, die kontrolliert, dass alle auf Null sind. Hier ist eine Sperre eingebaut, eine Displaysperre. Die kriegt ihr weg, wenn ihr einfach länger auf das Schlosssymbol drückt. Und in dem Fall stört es mich nicht. Also man kann das auch rausprogrammieren. Momentan ist es noch drin. Wenn er kommt, oder beziehungsweise wie ich ihn bekommen habe, ich weiß nicht, das unterscheidet sich mit Sicherheit. Und das ist ja Version 0 oder 1 oder wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Also er ist ja jetzt erst frisch rausgekommen. Der war überall auf 50% runtergeregelt. Ich habe ein paar Funktionen hochgeregelt, ein paar habe ich gelassen, einfach um zu gucken, ändert sich was an der Kraft, ändert sich was vom Fahrverhalten her. Ja, aber da gehen wir nachher drauf ein. Jetzt streche ich mal ein bisschen aus, dass wir mal so ein bisschen die Maße hier haben. Und dann sehen wir schon. Also, schauen wir mal, wir können hier schalten das Licht an und aus. Der macht gar nichts. Das ist der Rauchgenerator. Also Licht, Rauch. Ah ne, Pumpe. Das könnte Pumpenregler sein. Okay. Ah, genau. Okay. Fahrwerke sind hier oben auf den. Also wie ihr hört, ich habe schon ein bisschen rumgespielt. Eigentlich, beziehungsweise ist glaube ich immer noch grundsätzlich so eingestellt, dass wenn ich eine Funktion fahre, dass die Pumpe proportional dazu mitsteuert. Ja? Das ist momentan ein bisschen ein Problem, das nervt mich ein bisschen. Deswegen werde ich mir die Elektronik innen drin anschauen und auch hier nochmal ein bisschen was weiter rumspielen. Denn wenn die Pumpe proportional dazu anläuft, heißt das, dass wenn ich langsam fahre und die Pumpe dann auch nur langsam dreht, ich dementsprechend wenig Druck habe. Ich hätte aber gerne volle Pumpenleistung und trotzdem, dass ich langsam fahren kann. Das heißt, sobald ich den Joystick betätige, möchte ich, dass die Pumpe ganz angeht und ich die Funktion, also sprich die Geschwindigkeit, ja über das Steuerventil regel, ja, nicht über die Pumpenleistung. Gefällt mir also dementsprechend nicht. Ich habe es jetzt mal hier eingestellt, ich kann die Pumpe so anmachen, allerdings bleibt die dann nicht richtig an. Ja, die schaltet dann ab. Also, hier sind wir noch nicht viel weiter. Ja, Pumpe ist jetzt runtergeregelt aktuell. So. Dass wir mal eine Gesamtlänge hinkriegen von einem guten Stück. So, eine Gesamtlänge ausgestreckt, sind wir bei 80 cm. Das ist eine Reichweite. Finde ich gut. Haben wir die Höhe auch noch. Mit gestrecktem Löffel, auf welche Höhe kommen wir? 48 cm. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zu so ein paar Punkte, die mir hier echt gut gefallen. Also wie gesagt, Pumpe ist eine Sache, die Steuerung auch. Ist auch mein erstes Hydraulikmodell, deswegen bin ich ganz froh, dass ich hier noch Unterstützung dazu habe. Weil, ja, es sind doch einfach viele Sachen, die neu sind, die anders sind. Ja? Und ich muss mich da auch erst einarbeiten.
Was mir sehr gut gefällt, im Gegensatz zu dem elektronischen Greener, ist natürlich das hier, wie weit ich hier reinfahren kann. Ihr seht es, ich kann also hier ganz die Schaufel reinknicken und das Material hier drin lassen. Und auch wenn ich hier runterfahre, komme ich hier wahnsinnig weit an mein Modell hin, also bis zur Kette in dem Fall. Und kann also hier super zusammenräumen. Das heißt, ich habe hier unwahrscheinlich viel Weg, was ich jetzt bei dem elektrischen nicht habe. Ja, ja, also so viel mal von den Ausmaßen her. Die Kabine wirkt etwas kleiner als die, wie soll ich sagen, wirkt so klein, dass ich noch nicht weiß, ob eine Bruderfigur so problemlos da drin Platz findet. Er ist auf jeden Fall deutlich größer wie die anderen Greener, die elektronischen. Ich verlinke euch das, der Sigma Meier hat hier ganz tolle Vergleichsbilder schon gemacht. Ja? Also entweder ihr bei YouTube mal suchen, beziehungsweise bei, ich glaube, Rockcrawler Forum oder sowas. Rockcrawler, genau, ist ein Forum, ganz viele Bilder drin, brauchst du einfach nur bei Google eingeben. Der hat einen direkten Vergleich zwischen den einzelnen Modellen, der heißt zwischen dem Carbolite, zwischen dem Original Greener und ich glaube zwischen dem vom Hydraulic Greener von Margom, ja, mit dem Metallarm. Ganz tolle Vergleichsbilder, wie gesagt, schaut's da rein. Ich habe die Modelle nicht hier und ich habe zwar einen Greener Vollmetall-Elektronik-Bagger hier, allerdings ja mit einem anderen Gehäuse, das passt also nicht mehr ganz im Vergleich. Damit wir aber trotzdem noch ein bisschen Vergleich haben, das ist ja jetzt der Carbolite und jetzt habe ich euch mal den Bruder, der hier in 1 zu 16 ist und eigentlich so den Maßstab mit angibt, mal dazu. Also vom Fahrzeug her ist wie gesagt nur die Kabine deutlich unterschiedlich. Ich mache ein paar Fotos, die blende ich euch noch mit ein von allen Seiten. Das Fahrwerk ist übrigens exakt gleich lang von dem Carbolite, nur die Kabine hier ist deutlich unterschiedlich. Aber wenn ich mir das anschaue, der Arm ist auch größer, ja, vom Carbolite. Und wie gesagt, die Kabine oder beziehungsweise der Oberwagen ist etwas voluminöser vom Brudermodell in 1 zu 16. Deswegen, also er passt besser dazu als der elektronische, aber er ist immer noch eine Spur zu klein oder beziehungsweise kleiner. Ja? So. Wie gesagt, mir passt das ein bisschen nicht mit der Steuerung. Das ist so ein Thema für sich. Ich wollte jetzt einfach mal gucken, was drin steckt in dem Ganzen. Und dann habe ich mir gedacht, wir schrauben das jetzt einfach mal auf. Ich hoffe, es geht genauso leicht wie bei den anderen, dass ich einfach von unten die Schrauben löse. Ich möchte ihn nicht umdrehen, denn ich weiß nicht, wie dicht das Ganze hier ist. Deswegen mal schauen. Genau. Wollte ich sonst noch irgendwas erwähnen? Das mit dem Akku habe ich euch erzählt. Hier oben ist übrigens die Schraube zum Einlass. Beziehungsweise für den Öltank. Und soweit ich das sehe, ist er nicht entlüftet. Das heißt, hier werde ich irgendwo noch ein Lüftungsloch bohren, damit die Pumpe im Tank nicht zu viel Druck aufbaut. Ja, im Rückfluss. Okay, jetzt schauen wir mal. Ich muss das Modell vermutlich anlassen. So. Also das geht alles. Was mir noch stört, aber das hat scheinbar nur meiner. Also ich habe schon mal mit den Kollegen telefoniert. Die haben das nicht. Mein Drehmotor, der brüllt. Also grauenvoll. Wirklich grauenvoll. Das ist auch so ein Thema, das ich mir anschauen muss, was ich dagegen tun kann und warum er das überhaupt macht. Denn scheinbar machen es die anderen nicht. Wie gesagt, ist Version 1 von diesen Carbolite-Baggern. Und dementsprechend bin ich mir auch sicher, die haben noch dementsprechend Kinderkrankheiten. Ja? Also, wie gesagt, ich habe mit Markus Natterer von Natterer Modellbau telefoniert. Der hat auch den gleichen Jahr. Und da habe ich ja meinen auch her. Ja? Bei mir ist es so, bei mir funktioniert die Hydraulik einwandfrei, dafür schreit der Drehmotor. Bei ihm ist es so, der Drehmotor ist furchtbar leise, überhaupt kein Thema. Dafür fahren alle, haben die Zylinder irgendwie ein Problem, bauen nicht richtig Druck auf, irgendwo ist vielleicht was undicht. Wer weiß, soweit sind wir da auch noch nicht. Deswegen, momentan kann ich noch gar nicht sagen, Schlag zu. Also er ist toll, muss ich sagen, aber es ist nicht sicher, ob das die finale Version bleibt, denn ich gehe davon aus, dass es wie bei dem Greener Vollmetall-Elektronik-Bagger ist,
dass die einfach sukzessive diese Fehler beheben werden. Jetzt aktuell, wo ich das Video aufzeichne, sind wir bei Version 4, die um Welten besser ist als die Version 0, die ich habe, oder die 1er, 2er, 3er, die dazwischen kamen. Ja? Weil einfach viele Sachen schon mal perfekt behoben wurden. Ja? So, ich werde das ganze Ding jetzt mal aufschrauben. Wie gesagt, unten sind vermutlich und hoffentlich alle Schrauben drin. Und dann nehme ich euch aber mit zur Seite, damit ihr hier ein bisschen mehr mit reinschauen könnt. Ja? Jawohl, ich habe es mal kurz aufgeschraubt. Es sind 5 schwarze Zylinder Schrauben unten drin und eine große Schraube, die würde ich nicht aufdrehen. Das ist vermutlich mal zum Öl ablassen. Deswegen diese 5 schwarzen. Ihr müsst die Batterie drin haben und ihn eingeschaltet haben, weil ihr den Oberwagen derweil drehen müsst, damit ihr an alle Schrauben hinkommt. Aktuell ist der Akku noch drin. Das ändern wir jetzt aber gleich. Und dann schalten wir hier mal alles aus. Und dann gucken wir mal rein, wie es da drinnen ausschaut. So, also lose ist es. Ah, okay. Wir müssen den Tankdeckel. Hier ist der Tankdeckel. Ja. Müssen wir auch wegmachen. Der. Jetzt geht die Kabine, der Oberwagen nicht runter. So. Schauen wir mal, ob der so einfach sich abmachen lässt. Ja, da vorne hängt noch was. Spiegel. Schnell weg. So, also wir hängen hier unten drin. Stellt sich nur die Frage, wie? Ach, okay. Wir haben uns in das dann eingebogen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Schauen wir mal. Der Stecker. Akku. Okay. So. Das geht noch nach oben. Und Stecker. Und noch ein Stecker. Ah, okay. Also dreimal Stecker und dann haben sie jetzt hier das Geländer reingebogen. Das ist so reingefädelt. Muss man also dementsprechend einfach ausfädeln. Also egal wann ich dieses Modell in den Fingern habe, ich bin immer voll mit Hydrauliköl. Deswegen, entweder ich habe mal zu viel eingefüllt, wobei es eigentlich innen drin recht trocken aussieht. Gut. Also ich drehe ihn mal rum, dass wir hier mal ein bisschen einen Überblick uns verschaffen können. So, sollen wir zur Sicherheit mal den Tank nochmal zumachen? Ja. Ja. Also, wie gesagt, hier unten ist eine Schraube auf der Seite. Unten dran, wenn ihr die aufdreht, das wird die für den Tank sein, dann wird mit Sicherheit das Öl herauslaufen. Also, was haben wir hier alles? Wir haben einmal den 10-Kanal-Empfänger zu der FlySky. So, es gingen 3 Kabel runter vom Oberwagen, vom Gehäuse. Ich zeige es euch gerade mal. Wir haben hier einmal den kleinen Stecker. Das ist der hier eingesteckt ist. Und an-aus versorgt. Im Endeffekt den an-aus-Knopf. Dann haben wir hier den BEC-Stecker. Und wir haben den Akku-Stecker, der hier reinkommt. Das sind die 3 Stecker, die wir hier haben. Oder der Knopf war hier. So, dann schauen wir mal. Also ich habe ja keine Ahnung von Hydraulik. Ich muss mir das auch so ein bisschen zusammenreiben. Wir haben jetzt hier die 3 Servos oder Stellmotoren von der Hydraulik. Dann haben wir hier den. Hier ist ein Motor drin an der Seite. Wird der Pumpenmotor sein. Dementsprechend ist die Pumpe. Hier haben wir bloß Anschlüsse, Anschlüsse, Anschlüsse.
Und dann haben wir hier vier Fahrregler. Viermal den gleichen. Mal, ob da unten noch was drin ist. Wir haben hier vier Fahrregler. Ach ja, okay. Einer ist für die Pumpe, einer fürs Drehen und jeweils einer fürs Fahren dementsprechend. So, die hier kann man normalerweise programmieren, wenn ich rausfinde, welche Version das ist, beziehungsweise was für einer das ist. Deswegen, da werde ich mal einen ausbauen und mal schauen, was das für einer dann ist. Wir schauen jetzt aber trotzdem einmal kurz unter die Kabine rein, ob da sich auch noch was versteckt, außer dem Motor. Ach, das ist ja nicht fertig. Also zerlegen, muss ich sagen, unverändert, wie bei den anderen Modellen bislang. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung von der Hydraulik und ich hätte mir das wahrscheinlich jetzt auch nicht angetan, wenn ich nicht jemanden im Background hätte, der sich darum kümmert. Also hier hinten ist nichts mehr mit drin, aber ich drehe es gerade mal rum, dass ihr da reinschauen könnt und den Pumpenmotor nochmal seht. Das ist hier der Pumpenmotor, das ist ein Outrunner und ja, nichts Besonderes. Können wir die Kabine erstmal drauf lassen. Wieder fest und schauen mal, ob wir an einen von diesen Reglern hinkommen. Ja, also nach wie vor bin ich mir nicht ganz sicher, woher das Pfeifen kommt von dem Drehmotor. Ich habe hier auch wenig, ich sage jetzt mal, Angriffsfläche, um da irgendwie hinzukommen. Deswegen müssen wir einfach mal schauen, ob wir da oder wie wir da hinkommen. Also, das ist die Platine. Das hier ist übrigens das Licht, so wie es ausschaut. Also da gehen zwei Leitungen weg. Einmal hier an den Arm und einmal zur Kabine. Genau, auf Kanal 8. So, und das ist jetzt einer der Fahrregler. Die sind hier wie eingesteckt. Das ist bloß die Frage, ob ich die einfach so wegbekomme. Wir probieren es vielleicht mal bei dem Äußersten. Da ist ein bisschen mehr Platz. Jawohl. Okay. Zweimal gesteckt. So sehen die ganzen, so sehen sie aus. Aber es steht nichts drauf, also sie sind 0,0 beschriftet. Die sind einfach komplett eingeschweißt. Okay, wunderbar. Also, jetzt stellt sich die Frage, also ich habe solche noch nie gesehen mit solchen zwei Steckern. Also ich kenne die wirklich nur, wo eben Kabel dran sind, aber nicht wo Stecker dran sind. Und da stellt sich jetzt wirklich die Frage, ist das eine Eigenkreation? Oder gibt es die irgendwo? Was mache ich, wenn einer kaputt ist? Habe ich Pech gehabt? Gute Frage. Nächste Frage. Also ich werde mich auf jeden Fall ein bisschen damit beschäftigen, was das für Fahrregler sind und wo man solche auch nochmal herbekommen würde. Den werde ich wieder einschweißen, beziehungsweise werde ich Fotos machen und wieder einschweißen. Wenn den von euch einer schon mal irgendwo gesehen hat oder weiß, ach, das ist der und der Regler, den kenne ich, weiß Gott woher, einfach Bescheid geben unten unter die Kommentare. Freue ich mich auf jeden Fall.
und würde mir natürlich auch das Ganze etwas erleichtern, wenn ich schon mal weiß, okay, in welche Richtung geht der ganze Spaß. Und dann werden wir einfach mal schauen. Wie gesagt, es ist viermal der gleiche, würde ich jetzt einfach mal behaupten, von den Proportionen und von den Formen her. Und hier möchte ich eben gucken, ob ich nicht die Möglichkeit habe, zumindest den Pumpenregler einen anderen einzusetzen, der eben hier etwas mehr Möglichkeiten im Bereich der Programmierung bietet. Genau. Soweit war es das erstmal. Ich glaube, weiter werde ich ihn jetzt momentan nicht zerlegen. Wie gesagt, ich werde nochmal gucken, ob ich irgendwo hier vielleicht doch hinkomme. Er hat entgegen, ich drehe das immer gescheit zu, vielleicht kann ich ihn zumindest mal so ein bisschen drehen, um euch das zu zeigen. Er hat hier unten auch eine Platte, die man wegschrauben kann. Und vielleicht werde ich das mal machen. Ihr seht es, hier unten ist auch irgendwie, also irgendwie habe ich immer Hydraulikflüssigkeit überall. Wenn ich das Ding nur anfasse, habe ich schon irgendwie so einen Sabber an den Fingern. Ich weiß aber nicht woher. Also ich bin immer wieder am Abwischen und am Abwischen. Es ist aber auch hier drin jetzt nichts versifft oder so, dass ich sage, oh, da habe ich einfach so einen halben Liter daneben geleert. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kommt auf. Wie gesagt, das ganze Thema ist für mich, da oben ist ein bisschen undicht. Sehe ich gerade. Da läuft es raus. Ha. Also, so viel zu. Ich stelle den auf den Kopf. Gut, dass ihr das nicht gemacht habt. Denn der Tank scheint nicht dicht zu sein hier oben. Läuft schon raus. Ja, mal gucken. Ja, ist auf jeden Fall für mich auch eine spannende Sache. Wie gesagt, ich habe ansonsten mit der Hydraulik noch gar nichts am Hut gehabt. Und werde mich hier immer wieder mal mit den Kollegen kurz schließen. Und ja, jetzt schaue ich erstmal, was sich so hier ergibt. Und dann halte ich euch auf den Laufenden, wenn es hier weiter gibt oder wenn es neue Erkenntnisse gibt. Auf jeden Fall. Ja, dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet und bis zum nächsten Mal.